Geheimnisvolle und unerklärliche Dinge findet man häufig an den langweiligsten Orten. Im Allgemeinen gelingt es uns, Vorgänge, die wir nicht verstehen, irgendwann aufzuklären. Aber hin und wieder bleibt trotzdem das eine oder andere im Dunkeln. Wie der Überfall im Wandschrank. Das hier hat gar nichts mit einer Schlange zu tun. Der Präsident proklamiert den Ausnahmezustand. Es ist hässlich wie die Nacht. Oh, Scheiße! Grauenerregend und gnadenlos. Und es schlägt immer dann zu, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ich kenne doch jedes einzelne von deinen Verstecken ganz genau. Noch keinem ist es bis jetzt gelungen, das Monster zur Strecke zu bringen. Es haust zwischen Bettwäsche und Schlafanzügen in der schaurigen Tiefe ihres Wandschranks. Weder Nationalgarde noch Marineinfanterie können es aufhalten. Wir schicken diesen Bastard wieder dahin, wo er herkommt. Modernste Waffen wie Panzer und Granaten erweisen sich als wirkungslos. Selbst mit hochentwickelter Lasertechnik ist nichts gegen die Bestie auszurichten. Nukleare Blumentöpfe können sie ebenso wenig stoppen wie ein Großaufgebot internationaler Superstars. Henry Gibson, Stella Stevens, Donald Muppet, John Carradine, Howard Dubb, Claude Akins, Paul Dooley, Jesse White, Frank Ashmore, Donald Grant, Denise DeBerry, sie alle sind machtlos. Das Ungeheuer kennt kein Erbarmen. Es hat auch keinen Respekt vor den Hütern des Gesetzes. Immer wieder kommt es zu einem neuen Überfall im Wandschrank. Sie müssen sofort handeln. Zerstören Sie alle Schränke. Niemand ist vor ihm sicher. Nicht einmal diejenigen, die versucht haben, es zu schützen. Sagen Sie bitte, Dr. Einstein, konnten Sie verstehen, was es sagte? Überfall im Wandschrank. Er kommt so sicher wie der nächste Tag.